Minuten. Finde ich gut. Ja, warum machen wir es nicht gleich heute? Also wenn jetzt eh da das wie ein Bazar zwischen zwei Ziegendandlern in Istanbul um die Ziege ausverhandelt wird, also sprich Großmustafa Mücki und Sebastian Kurz quasi jetzt Tage dealen, ohne evidenzbasiert zu agieren, ist doch der eindeutige Beweis erbracht, dass diese ganzen Öffnungsschritte ja nur darauf hinzielen, sich parteipolitisch besser zu positionieren, aber mit Fakten nichts mehr zu tun haben. Und das ist auch der gute Beweis dafür, dass auch die Lockdown-Schritte alle nicht evidenzbasiert wurden. Weil offenbar wird das parteipolitisch aus parteipolitischem Kalkül verhandelt. Der Bundeskanzler prescht mit 17. Juni vor, Mücke Mückstein mit der Verzögerung einer Großpackung Wahl und sagt, na, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist nicht evidenzbasiert, das muss ich mit dem Bundeskanzler noch besprechen, werde ihm die langen Ohren langziehen. Und dann zwei Tage später, nachdem er sein Hurcherl hineingesteckt hat, sein Stethoskop in die grüne Basis, die alle gesagt haben, sag einmal, bist deppert, wenn der Kurz sagt 17, dann musst du gleich 10. sagen, dann sage ich, okay, dann machen wir am 1. Juni auf. Das ist der nächste Vorschlag, weil in Wahrheit funktionieren ja diese Öffnungsschritte nicht. Wir haben jetzt seit einer Woche die Gastronomie offen, seit 19. Mai. Im Übrigen einzigartig in ganz Europa mit diesen Hürden wie Einstiegstests, also einen Testzwang, einen FFP2-Maskenzwang mit einer Impfpassvorlagepflicht gegenüber einem Gastronom. Es funktioniert nicht. Und es hat jetzt auch am Pfingstwochenende uns allen gezeigt, dass es nicht funktioniert. Weil die meisten Leute haben sich am Freitag zu Mittag in der Apotheke oder beim Arzt ihres Vertrauens oder in den Teststraßen testen lassen. Der Test hat 48 Stunden gegolten und wenn sie dann am Pfingstsonntag mit Mami, Papi, Opi, Omi, Maxi und Frieda ins Wirtshaus gehen wollten, hat der Test nicht mehr gegolten und die Wirtshäuser sind gestern am Pfingstmontag leer gestanden. Daher sage ich, wenn beide regierungsverantwortlichen Regierungsmitglieder, der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister, ohne dies nur mehr mit einem schielenden Auge auf den Wähler blinken, machen wir es evidenzbasiert. Unsere Spitäler sind nicht stabil. Wir haben keine Patienten mehr. Sie sind besenrein. Du kannst mittlerweile die Covid-Patienten mit der Lupe dort suchen. Ja, da rennen ein paar Maisummer dumm oder ein paar Spinnweben, aber mehr ist dort auf den Krankenbetten nicht mehr. Also machen wir endlich auf. Es ist ein Drittel der Bevölkerung geimpft mit dem sogenannten Mückenstich. Das ist ja alles so super. Ja. Und wir haben allein die Experten in Deutschland vom Robert-Koch-Institut haben heute zum Beispiel bekannt gegeben, dass diese Erkrankung Covid eine saisonal bedingt ist und durch die wärmeren Temperaturen, durch die besseren Schleimhäute der Menschen, durch die geringere Übertragung etc. sich diese Pandemie über die Sommermonate ohne dies saisonal bedingt erledigt hat. Also dann machen wir gleich auf.